36 Jahren ist die ÖVP in der Bundesregierung vertreten. In den vergangenen 6 Jahren stellte sie auch den Kanzler mit kurzer Unterbrechung durch die Expertenregierung. In diesen 36 Jahren war die ÖVP auch für Wirtschaftsagenten zuständig. Zeit genug also, um einige Themen, die die ÖVP seit längerem schon fordert, umzusetzen, kritisiert heute auch die Opposition. In den Fokus rückte Nehammer heute unter anderem Steuersenkungen, wie Harald Jungrath-Meyer und Sinan Erceg berichten. Im blau regierten Wels in Oberösterreich startet die ÖVP in den Wahlkampf. In Umfragen liegt sie weit hinter der FPÖ. Ihr Parteichef Bundeskanzler Karl Nehammer will in den kommenden Monaten Wählerinnen und Wähler von der FPÖ zurückholen. Etwa so. Wenn wir ein Land der Vielfalt, des Respekts, der Wertschätzung und der Toleranz sein wollen, dann heißt es, dass es klare Spielregeln gibt. Und dann heißt es in meinem Verständnis, dass Integration Anpassung ist. Es wird schon in gewissen sozialen Medien und anderswo diskutiert, ob das nicht vielleicht die Freiheitlichen irgendwo erfunden hätten. Ich habe damit kein Problem. Das Bessere ist der Feind des Guten. Man dürfe dieses Thema nicht den Hetzern und Rechtsextremen überlassen, so Nehammer. Für die ÖVP-Kernwählerschaft hat Nehammer auch einiges im Angebot. Wer mehr leistet, müsse davon profitieren. Im Österreich-Plan ist enthalten, dass wir alle Steuern auf Überstunden abschaffen. Und noch eine Steuerentlastung für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen verspricht der ÖVP-Chef. Konkret soll der Eingangssteuersatz für Jahreseinkommen zwischen 11.000 und 18.000 Euro von derzeit 20 auf 15% gesenkt werden. Und der Steuersatz von 48% für Einkommen zwischen 60.000 bis 90.000 Euro künftig nur mehr 40% betragen. Wir schauen die Nehammer-Rede gemeinsam mit ökonomisch versierten Gästen. Beim Chef des wirtschaftsliberalen Thinktanks Agenda Austria finden Steuerentlastungspläne wenig überraschend Anklang, allerdings mit Abstrichen. Es ist immer wichtig, dass die Steuern grundsätzlich gesenkt werden. Wenn man nur den Eingangssteuersatz senkt, dann ist es ein Teilzeitförderungsprogramm, weil viele, die Teilzeit arbeiten in der untersten Steuerklasse, sind extrem wichtig wäre gewesen, parallel die mittleren Einkommen zu entlasten. Also alle, die dazwischen liegen, zwischen diesen beiden Steuerklassen, die hätte man idealerweise mitnehmen können. Auch Unternehmen verspricht der Österreich-Plan Entlastung. Wir müssen mit diesem Regulierungswahnsinn aufhören.
dem sogenannten Golden Plating, in Neudeutsch gesprochen, dem Übererfüllen von europäischen Normen. Und? Die Lohnnebenkosten müssen runter, damit Wirtschaft wettbewerbsfähig bleibt. Für die Chefökonomin des gewerkschaftsnahen Momentum-Instituts würde der Großteil der arbeitenden Menschen die Zeche der Nehammerschen Entlastungsideen bezahlen. Er hat vor, die Dienstgeberbeiträge für den sogenannten Familienlastenausgleichsfonds zu kürzen. Da sind Leistungen drinnen wie das Kinderbetreuungsgeld, die Familienbeihilfe, die Schulbuchaktion, aber auch der Unterhaltsvorschuss, wenn ein Elternteil die Alimente für seine oder ihre Kinder nicht zahlt. Wenn er da die Dienstgeberbeiträge senkt, werden die Leistungen geringer ausfallen müssen. Wenn er die Steuerkürzungen vornimmt, die er vornehmen will, werden die Leistungen des Sozialstaats sukzessive reduziert werden müssen, weil er gleichzeitig eine Ausgabenbremse vorhat. Und was hat gefehlt in dieser Rede? Es gibt kein Konzept für die Gegenfinanzierung in dem Plan. Und auch wenn wir in Wahlkampfzeiten sind, ich halte es für extrem unseriös, dass ein Kanzler so einen Plan vorlegt und kein Gegenfinanzierungsmodell vorschlägt. Das fehlt völlig im Programm, das Adressieren der großen Kostentreiber. Insbesondere der Pensionen. Aus dem Budget müssen die nächsten 5 Jahre an die 170 Milliarden Euro zugeschossen werden in das staatliche Pensionssystem. Das ist die Hälfte des heutigen Staatsschuldenstandes. Trotzdem, der ÖVP-Klientel scheint es gefallen zu haben. Jetzt muss Nehammers Österreich-Plan nur noch am Wahltag aufgehen. Beim Thema Integration dann aber plötzlich dieser Satz. Wenn wir ein Land der Vielfalt, des Respekts, der Wertschätzung und der Toleranz sein wollen, dann heißt es, dass es klare Spielregeln gibt. Und dann heißt es in meinem Verständnis, dass Integration Anpassung ist. Es wird schon in gewissen sozialen Medien und anderswo diskutiert, ob das nicht vielleicht die Freiheitlichen irgendwo erfunden hätten. Ich habe damit kein Problem. Das Bessere ist der Feind des Guten. Die Rede endet so, wie die Vorredner begonnen hatten, mit dem Chef der Freiheitlichen. Es wird ein Jahr der Entscheidung sein zwischen demjenigen, der sich in der dunklen Vergangenheit verliert und lieber an Verschwörungen glaubt. Und es wird die Entscheidung sein zwischen ihm und mir als Bundeskanzler von Österreich, der an die Zukunft dieses Landes und an die Zukunft dieser Menschen in diesem Land glaubt. Ein Fragezeichen bleibt auch heute. Wann soll gewählt werden? Ich bin der festen Überzeugung, dass man für diese Zeit, für die man gewählt ist, diese Zeit auch ausdienen sollte und wirklich auch arbeiten sollte für die Bevölkerung. Persönlich würde es mir gefallen, wenn das in einem gehen könnte, EU-Wahl mit Nationalratswahl.